Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche und schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute ein Hundeeis herstellen. Nein, wir verarbeiten heute keinen Hund darin, sondern es soll praktisch eine Leckerei für unsere Vierbeiner sein. Gleich mal die Frage vorab schon mal zu beantworten. Ich weiß nicht, ob es Katzen auch essen dürfen. Also das sage ich jetzt im Vorfeld schon mal. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Katzen leider nicht aus, um die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Also es ist jetzt praktisch speziell für mich, sage ich jetzt einfach mal, ein Hundeeis. Wenn euer Hund einen empfindlichen Magen hat, ja, dann würde ich euch empfehlen, es nicht einzugefrieren, sondern dann erreicht Kühlschranktemperatur, weil dieses Kalte, dieses Gefrorene, kann sein, dass es dann auf den Magen schlägt. Also das müsst ihr bei euren Vierbeinern am besten wissen. Ist er empfindlich, ist er unempfindlich, wie, wo, was? Ich werde euch dann sagen, Alternativen noch dazu sagen. Also das ist jetzt mal mein Grundrezept für das heutige Eis. Und ich werde dann euch immer sagen, mit wie viel, wo ihr was austauschen könnt, wenn ihr das mögt. Sollte das Eis nicht für eure Hunde sein, sondern ihr wollt es als kleine Aufmerksamkeit für eure Nachbarn machen oder für Bekannte oder sonst irgendwas, klärt es doch bitte vorher ab, ob das in Ordnung ist. Also ich weiß, ich kenne Hundebesitzer und ich bin selber ein Hundebesitzer. Ich möchte das immer vorher lieber abgeklärt haben, ob das in Ordnung ist oder nicht. So, aber jetzt legen wir los. Wir labern nicht mehr viel und später seht ihr dann auch die Verkostung noch. Ganz einfach, ganz easy. So, als erstes brauchen wir 200 Gramm körnigen Frischkäse. Das vertragen tatsächlich Hunde. Ihr könnt aber auch einen laktosefreien Joghurt hernehmen. Hunde sind laktoseintolerant. Deswegen, also einige verträgen, ich sage einfach, der was einen Saumager hat, der verträgt das, dem macht das gar nichts aus. Aber ich würde jetzt wirklich sagen, Hunde wirklich laktosefreien Joghurt zu geben, nicht, dass dann doch alles nach hinten losgeht. Also Hüttenkäse vertragen sie auf alle Fälle. So. Oder ihr könnt auch einen Magerquark hernehmen, ganz wie ihr mögt, also 200 Gramm. Arbeite am liebsten mit Hüttenkäse. So, dann kommen 50 Gramm Heidelbeeren hinein. Die Heidelbeeren könnt ihr durch Erdbeeren ersetzen, also 50 Gramm Erdbeeren. Ihr könnt Himbeeren hineingeben. Ihr könnt gekochte Möhren. Also die Sachen sollten jetzt dann gekocht sein, die Möhren gekocht und püriert. Ihr könnt auch einen Apfel hineingeben, der soll püriert sein. Ihr könnt auch eine Birne hineingeben, ihr könnt püriert sein. Ihr könnt auch, wenn ihr mögt, diese kleinen Fruchtgläschen für die Babys auch hernehmen. Statt zu sagen, okay, ich möchte das jetzt, koche jetzt mal den Apfel und püriere das. Wer also praktisch eine schnelle Alternative möchte, kann natürlich auch auf Babygläser zurückgreifen. So, also, ich arbeite heute mit 50 Gramm Heidelbeeren. Dann kommt bei mir Leberwurstpaste hinein. Ich habe die zu Trainingszwecken eigentlich immer zu Hause. Deswegen kommt jetzt da ein Esslöffel hinein. Ja. So. Immer nicht so geizen, gib mal ein bisschen mehr, der mag es ja. So, einen guten Esslöffel. Ihr könnt es natürlich auch durch gekochte Hühnerbrust ersetzen oder gekochtes Rindfleisch, aber alles ungesalzen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt Thunfisch, eine Dose Thunfisch im eigenen Saft, könnt ihr genauso hernehmen, auch einen Esslöffel. Also ihr seht, das könnt ihr ganz variieren, so wie ihr mögt. Dann Leinöl, könnt ihr auch durch Lachsöl ersetzen, und zwar einen Teelöffel, aber vorher, ja, doch, einen Teelöffel, ich habe da einen Löffel drin, so. Ist gut fürs Fell. Und Kokosflocken, zwei Teelöffel. Kokosflocken sind gut für den Darm, für den Hund, die Darmflora. Und schadet nicht. So, da
das war es jetzt mal an Grundzutaten. Also Kokosflocken und das Öl gebe ich immer hinein. Leinöl, ihr, wie gesagt, ihr könnt Lachsöl hernehmen. Mit Olivenöl und mit anderen Speiseöl bin ich da ein bisschen vorsichtig. Da würde ich dann praktisch sagen, lasst es dann komplett weg, wenn sie es nicht zu Hause habt. Aber ansonsten ein Esslöffel hinein, Teelöffel hinein. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt ein rohes Eigelb auch noch hineingeben. Aber das wird dann von den ganzen Zutaten etwas zu viel und deswegen lasse ich das rohe Ei weg. Wer möchte, kann natürlich auch ein rohes Eigelb noch dazugeben. So, das wird jetzt alles 15 Sekunden Stufe 4 vermischt. So, fertig ist eigentlich unsere Eismasse. Jetzt brauchen wir noch, ich nehme jetzt so Silikon-Muffin-Förmchen. Okay. Da kann ich das Eis gut rausholen. Und dann habe ich noch so Hautkaustangen. So, ihr bleibt eh beim Hund. Man sollte solche Leckerlis allgemein nicht unbeaufsichtigt geben lassen. Ihr bleibt eh beim Hund und dann könnt ihr das schön heben. Und dann kann nämlich euer Hundi dann Ochsenhaut backen. Ach, was weiß ich, wie diese Stangen heißen hier. Guck mal. Gibt man dann hinein, dann hat man das praktisch als Stängelchen. Ja, und die was es halt dann praktisch aus dem Kühlschrank hergeben, die lassen es dann so ausschlappern. So, ihr könnt auch Fruchtzwergebecher hernehmen, möchte. Ihr könnt auch für große Hunde, die es dann vertragen, praktisch auch den großen Becher hernehmen. Das bleibt ganz euch überlassen. Ich sage immer, es reicht so ein kleines Eischen für zwischendurch. So, das füllen wir jetzt mal rein. Ich zeig's euch mal. So sieht es mal aus. So, ich fülle es mal. Kann man auch gut im Urlaub machen, denn laktosenfreien Joghurt gibt es ja eigentlich überall. Und Hüttenkäse, ja, fast auch überall. Wie gesagt, auch man kann es im Urlaub auch herstellen. Ja, oder statt in die Förmchen zu geben und einzufüllen, könnt ihr auch so eine Schleckmatte, praktisch, wer eine Schleckmatte zu Hause hat, praktisch das auch in eine Schleckmatte hineinschmieren. Haben die Hunde auch mega, mega viel Spaß daran. Ich mache das mal. So, Dala, ich habe jetzt noch den einen Becher leer gemacht und habe es jetzt noch hier hinein. Also hier geht jetzt praktisch die ganze Menge auch in diese Schleckmatte praktisch rein. Passen auf einmal. So, Dala. Schau mal. Also entweder, wie gesagt, Schleckmatte oder so kleine Silikonförmchen oder andere Förmchen, die ihr zu Hause habt und dann einfrieren. Ja, und wir sehen uns dann später zur Verkostung wieder. So, Charlie, jetzt darfst du mal kosten. Alles ist fein. Also ich habe es jetzt 10 Minuten vorher aus der Friere geholt, habe es insgesamt 4 Stunden eingefroren gehabt. Und jetzt darf er schlecken, der Buch. So wie es ausschaut, schmeckt es. Ja, ihr seht, der Kleine schmeckt es auch. Macht es doch einfach nach für eure Fellnasen. Und ich sage jetzt ciao, bis zum nächsten Mal.